Die heutige Folge wird dir präsentiert von Wham Jamergy. Das ist unser Energy Gelee und das ist die Ingwer Edition. Hallo, mein Name ist Wolfgang Schlitter, Inhaber des Wham No. 1 das Burgerhaus in Weiden und zum Wham-Badsee in der Stadthalle Neustadt. Heute machen wir ein ausgezeichnetes Essen, das heißt Mamas Spinat. Warum heißt es Mamas Spinat? Weil meine Mutter die meiste Zeit keine Zeit hatte zum Kochen und schnell einen Spinat in die Pfanne geschmissen hat mit ein bisschen Sahne drauf, ein Ei drüber und hat gesagt, tada! Deshalb haben wir das als Klassiker auf der Karte im Wham-Badsee Neustadt und das Gericht heißt bei uns auch Mamas Spinat. Viel Spaß, wir haben jetzt da was Neues eingebaut. Psch. Da bin ich wieder. Willkommen zu Kochen mit Schufons Eubeck. Der Wolfons hat mir wieder super vorgestellt und heute machen wir Mama Spinat. Die Mama ist die Agnes, das ist ein Wolfons, seine Mama. Und die war natürlich immer viel am Arbeiten. Na, hat es keine Zeit gehabt für den grünen Scheißer. Und so hat er praktisch seine Liebe zum Kochen entwickelt, weil er es entwickeln haben müssen. Und dann hat er früher immer geschaut, den Schufons Eubeck in so einem kleinen Sender, Bayern 5 oder wie er heißt. Und natürlich hat er so auch noch mehr gelernt, wo zum Kochen war. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einen Spinat, wir brauchen ein wenig Sahne, ein Wammel, das ist ein durchwachsener, fetter Speck. Und natürlich brauchen wir ein wenig Kartoffeln und dann machen wir ein schönes Ei drüber. So hat seine Mama einmal gemacht. Und jetzt Leute, Cut! Ich bestelle mir was Gescheites. Ich habe mein Handy dabei, das ist ein iPhone 12, 13. Da werde ich jetzt gleich mal anrufen. Ja, hey, servus Luigi. Na, Freilich, ich bin's, der Schufons. Ja, das gleiche wie immer, aber mach schön scharf diesmal. Heute brauche ich mal wieder ein wenig Tinte am Füller. Ja, nein. Ich, in 20 Minuten sowas, das soll passen. Ja, na, ich bin doch im Fernsehen wieder. Ja, ach, das Gesindel daheim ist mir doch egal. Ach, dass die was lernen, die, schaust du doch an, die lernen nichts. Die, wie sagt man so schön, dumm auf die Welt kommen und nichts dazu gelernt. Ja, na, ach, Geschmarre, ich krieg doch einen Haufen Geld vom TV-Sender. Ja, dann mache ich Werbung für mein Gewürzbackerl. Ja, ist doch in jedem ist ein Muskat-Ingwer und so ein Scheißdreck drin. Ach, ne, fressen kannst du das Scheiß überhaupt nicht. Ich verkauf's ja nur. Was glaubst du? Ich habe mir jetzt erst einen, wie heißen die Dinger, einen Trabi gekauft. Ja, ein neues Auto. Mhm. Ja, dann kommst du in 20 Minuten vorbei. Okay, ja. Ja, an meine Ex-Frau und an deine jetzige Frau einen schönen Gruß. Okay, ja, tschüss, vierti, servus. Oh, okay, ja, kannst Schluss machen, ich muss trotzdem noch weiter dran. Okay, ciao. Also, können wir wieder weitermachen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein Spinatgewürz. Haben wir in der ersten Staffel, vierte Folge oder sowas schon mal gezeigt. Die Gewürze gibt es zum Bestellen auf www.kochen-mit-schufons-eubeck.de, irgend sowas was. Auf jeden Fall braucht man das Gewürz und wir schneiden das Wammerl einfach in Würfler, braten das ein wenig an. Das Fett kommt raus, das bindet man schön mit der Sahne,
ein Spinat mit dazu, das vermischt man schön, das muss richtig matschert sein und dann richt man das an. Ich zeig's euch gleich, wie es geht. Hier haben wir den Spinat mit den Wammerlstückerle und dann machen wir uns jetzt ein Spiegelei. Kleiner Trick für die Zuschauer daheim. Man kann in dem Moment genau sagen, wo soll das Eigelb hin, bis das kurz angebraten ist. Dann hält man es kurz und jetzt kann man es genau in die Mitte machen. Also, dann richten wir das mal an. Natürlich kann man da eine Scheibe Fleisch dazu machen oder einen Fisch. Schön in die Mitte. So. Kann man ruhig ein bisschen weitermachen, sieht noch mehr aus. Oh. Dann machen wir die Kartoffeln. Da kommt es halt dann drauf an, wie viel das man will. Kartoffel und Kümmel schmeckt auch immer sehr gut. Drei Stück sollten reichen. Und in die Mitte machen wir das Ei, das wir gerade so schön in der Pfanne gebraten haben. Und dann lassen wir den Schuh von uns mal probieren. Okay. Wir haben schon mal was vorbereitet. Mmh. Ach, riecht wie bei der Agnes. Mmh. Schaut euch das an. Geil. Richtig geil. Mmh. Kann vor euch jemand zur Tür gehen? Ich glaube, das ist meine Bestellung. Dankeschön. Mmh, das ist gut. Richtig lecker. Leute, ihr habt es gesehen. Wenn es ich schaffe, schaffen es andere auch. Ist nicht so viel zum sagen. Meine Bestellung ist da. Gut, ciao, tschüss, servus. Bis zum nächsten Mal. Cut. Mmh. Bah. Endlich was Gescheites. Oh, die Schachtel ist ganz heiß. Das ist meine Pizza. Mmh, da ist. Oh, lecker. Mmh, das ist ein richtiges Essen. Mit dem Scheiß. Also, macht es gut. Tschüss, ciao. Lebensweisheit des Tages. Und jetzt ganz gut aufpassen, kann man sich auch mal aufschreiben, Eier sind für Mama gut, wenn sie Papa essen tut. Bis bald, schöne Woche noch. Tschüss. Ein Wolfgang sei, nein, Wolfgangs heißt er. Also, dann haben wir hier ein neues Ding. Bin ich schon noch.